Moin Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir und es ist mal wieder ein FMA oder Vlog, keine Ahnung, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Ich muss mal gucken, was ich in den Titel schreibe. Und zwar habe ich Ferien, Halleluja, leider nur noch eine Woche, aber immerhin. Und ja, genau, der Tagesplan lautet folgender: Ich muss jetzt erstmal das Frühstücken, weil ich habe Hunger. Und danach geht es direkt zu Tigi in den Stall. Wir haben nämlich 11 Uhr und ja, genau. Und danach geht's dann zum Krämer oder fahren wir zum Krämer und dann nehme ich euch auch ein bisschen mit. Also hoffe ich, dass euch das Video gefällt und ich würde sagen, jetzt esse ich erstmal was, weil ich habe echt Hunger. Ja, Wetter ist heute nicht so besonders. Gestern war es schöneres Wetter. Es soll heute 26 Grad werden. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, aber das sieht nicht nach 26 Grad aus. Trotzdem habe ich ein T-Shirt an, weil Frühling. So, ich habe jetzt gefrühstückt und werde mir jetzt gleich noch einen Zopf machen, weil offene Haare im Stall ist nicht so super. Und ja, das ist Outfit of the Day. Und ja, ich ziehe Sneaker an, weil Baum, keine Ahnung. Und das Wichtigste beim Tegi ist immer eine Banane. Er liebt Bananen. So, wir sind gerade spazieren. Und ja, Wetter ist nach wie vor nichts Besonderes. Ist relativ warm, also von dem her geht das. Gut, bleib mal stehen. Geh mal zurück. Nee, nicht ans Gras, kleiner Dulli. Gut, fein. Verfressenes Ding. Und ja, wir laufen jetzt zurück zum Hof. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen mit ihm in die Halle. Es war kein großer Spaziergang. Nur einmal da so runter. Ja, genau. So, wir sind jetzt noch in der Halle. Pony ist hoch motiviert. Und ja, ich habe den Strick da abgelegt, weil ich keine Hand mehr frei hatte, weil ich noch dieses Ding hier habe. Und ich glaube, da hängt sogar noch das Preisschild dran. Coole Sache. Hör mal, Pony. Willst du ausprobieren? Ja. Schöne Sache. So. Ja, fertig. So, das war's. Mehr sagen sie dazu nicht? Das ist schön. Okay. Boah, ey, du bist... Du bist echt langweilig. Weil das andere Pferde... Ja, okay, eigentlich sollte ich mich nicht beschweren, ne? Kleiner Bär. Komm mal mit. Komm mal mit. Boah, sehr begeistert. Das ist krass. Oh, Pony. Mein kleines, furchtloses Nasi. Hi. Ja. Ja, wir sollten mal was machen. Also Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ist fein. Komm schnell. Ja, komm. Ja, fein. Und komm. Mit der Kamera oder vielmehr mit dem Handy geht das jetzt leider nicht so gut. Aber wir spielen immer Fangen. Komm. Aber wie gesagt, es geht mit der Kamera nicht so gut. So, wir sind jetzt gerade noch beim Angrasen und ja, waren eben noch, wie ihr ja gesehen habt, in der Halle. Und nur kurz 10 Minuten, aber ja, wir sitzen jetzt gerade unter diesem wunderschönen Baum. Baby darf noch ein bisschen grasen. Ja, und dann geht's auch gleich wieder nach Hause. Was Mittagessen und dann zum Krämer, aber ja, ich denke, das ist jetzt genug von Tegi. Also sehen wir uns dann wahrscheinlich zu Hause wieder oder im Auto, wenn wir zu Krämer fahren. Ja, Baby. Na, nicht wieder zum Gras. So, ich hoffe, man versteht mich. Wir sind gerade auf dem Weg zum Krämer und haben jetzt noch eine Viertelstunde zu fahren, also nicht mehr so lange. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir dort sind. Leute, guckt mal die Stirnriemen an, die sieht cool aus. Ich bin halt für Isländer und ich reite kein Isländer. Also Tigi damals, aber ist ja nur ein halber Isländer, aber die sehen cool aus. Oh Leute, ist das nicht hübsch. Also ich stehe ja normalerweise gar nicht so auf rosa, aber ich glaube, das mit diesem Lammfell kommt gut, nur die Pferde gefallen mir hier nicht so gut. Gibt es auch noch ein dunkelblau, das wäre was für meine Freundin.
Die ist ja immer so auf dunkelblau. Und Leute, ich finde diese Trense so abnormal schön, obwohl ich ja nicht so auf braune Trensen stehe, aber die sieht echt hübsch aus. Oh, Leute, dunkelrot. Oh, die sieht hübsch aus. Nur die hat hier so ein komisches Rot drauf. Fällt mir nicht so gut. Die hier fand ich ja im Internet ganz hübsch, aber ich finde die, ich glaube, die ist relativ empfindlich. Die ist relativ empfindlich. Meine Mutter sagt gerade, die sieht aus wie ein Oma-Sofa. Okay, dann nehmen wir die nicht. Oh, die sieht cool aus. Die hat so eine Musterung. Ah, Leute, guckt mal, welche wir hier haben. Das war die mit diesen Blättern. Die in dunkelgrün, die hier so ein kleines Muster hat. Die finde ich auch echt hübsch. Ich mag ja diese Art Optik ganz gerne mit diesen Glatten. Sieht auch cool aus. Die hat eine aus dem Stall, deswegen nehme ich die nicht. Aber die sieht ganz hübsch aus. Leute, in der Kamera sieht die zwar nicht so hübsch aus, aber in echt sieht sie so toll aus. Mir gefällt die total gut mit diesem Übergang. Steht einfach irgendwas drauf, kann ich sogar nicht lesen. Das ist diese Explosion, die finde ich richtig cool. Naja, aber ich lasse sie jetzt nochmal, weil die ist in VS und ja. Das ist definitiv Schabrackenparadies hier. Leute, guckt euch die mal an. Ist die nicht goldig? Hier mit diesem Rand und dem hier. Wobei ich finde, grau wird Minzer, glaube ich, nicht so gut stehen, aber hier, das gefällt mir total gut und vor allem der Rand hier, aber ja, es muss schon gut sein. Ich überleg gleich nochmal. Leute, ist das nicht goldig? Guckt euch das an, so klein. Überall so kleine. Oh Gott. Hä, aber das ist doch das Mini-Trense, oder? Was soll das sein? Ah, hübsch, hübsch. Schöne Sachen hier. Ich habe mich ja total in dieses hier verliebt, mit diesen Blumen hier vorne drauf. Da habe ich euch ja vorhin die passende Schabracke zugezeigt. Hier hat das auch noch Rose Gold. Mir gefällt das echt richtig gut. Also ich kann mir das ziemlich gut an Minzer vorstellen, obwohl es grau ist. Aber naja, gut. Ich habe erst eins über eBay gekauft, das kommt bald an. Oh, die finde ich ja auch so cool. Leute, guckt euch die an, diese Farbe. Irgendwann kriegt sie die noch, sage ich euch. Oh. Hier das mit dem Weiß unterlegt, finde ich auch echt richtig schick. Aber das ist halt eher so Turniertrense, finde ich. Also von meiner Sicht aus. Und hier für die schlägt mein Herz ja. Ich bin ja normalerweise, wie gesagt, nicht so der braune Typ, aber... Och, die sieht schon echt hübsch aus, vor allem, wenn die so hält. Gefällt mir echt gut. Irgendwann kriegt sie die. Ach, sieht auch cool aus hier. Moi, guck mal. So kleine Musterung. Das mit den Ankern ist ja auch goldig. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt die ziemlich gut. Die ist auch Explosion. Aber hier sieht man den Farbverlauf halt nicht so doll, finde ich. Also da sieht man eigentlich fast gar keinen. Bei der sieht man das halt schon stärker. Das ist ja dieselbe, nur in einer anderen Farbe. Und hier auch Sattelüberzüge. Wie goldig. Guck mal, in so Flamingos. Und hier mit so... Okay, aber der wird nicht lang halten. Und der mit dem Pünktchen ist ja auch goldig. Und hier sind die lauter Shetty-Schabracken. Guck mal, wie klein die sind. Hier unten, die sind so klein. Ist voll goldig. Und hier überall Schabracken. Hier. Also wie gesagt, die finde ich cool, aber die hat leider diese blöde Musterung. Das sieht so ein bisschen, wie gesagt, Oma-Sofa aus. Ich weiß auch nicht. So, ich drehe jetzt noch den Haul für euch. Anschließend quasi. Ich bin jetzt wieder zu Hause, wie man wahrscheinlich sieht, auf meinem wundervollen Bett. Und ja, ich drehe jetzt noch den Haul für euch und ich würde sagen, als erstes haben wir ganz normal eine Gerte. Ich weiß nicht, ich glaube, die passt gar nicht so ganz ins Bild. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Die hat hier so einen Drehgriff quasi. Ja, einfach ganz normal schwarz.
Die ist zwar ein bisschen kurz zum Longieren, aber ich longiere Tigi ja eh nicht so großräumig. Deswegen ja, ist die eigentlich genau richtig. Und seine, ja, dazu sage ich jetzt mal nichts. Also, das war schon mal das Erste. Dann hat meine Mutter mir eine neue Reithose, Reitleggings gekauft. Die hat hier hinten auch so Grip. Also nicht irgendwie komisch oder so. Ich finde diese Reitleggings total bequem. Ich wollte schon so lange einen haben und die ist jetzt halt schwarz. Relativ schlicht eben. Und hat leider keine Handytasche. Das hätte ich halt gerne gehabt. Aber ja, ich finde die richtig cool. Also sie hat, wie gesagt, Grip. Und ja, wir haben sogar Rabatt drauf bekommen. Also, das ist auf jeden Fall richtig cool. Dann habe ich mir noch einige Sachen für meinen Putzkasten gekauft. Das werde ich jetzt allerdings nicht alles zeigen, weil dazu werde ich ja ein extra Video machen, wie ich den Putzkasten eben einräume, weil ich ja einen neuen bekommen habe zu Ostern. Aber ich kann euch eine Sache mal zeigen, und zwar ist das das hier. Das ist dieses von Showmaster, dieses Tierhaarentferner-Dings. Und ich habe das überall gesehen auf Instagram und dachte mir so, ja komm, jetzt probierst du es auch mal aus. Und ja, mal sehen, wie es so funktioniert. Hinten steht drauf Pet Toy, aber da haben sie wohl ein bisschen verkackt mit der Beschreibung. Also auf jeden Fall werde ich das mal ausprobieren. Ja, dann habe ich mir noch einen Mähnenkamm, Hufkratzer und so eine Wonderbrush gekauft. Also ich kann euch mal kurz zeigen. Also ja, genau. Dazu werde ich jetzt aber nicht viel sagen, denn das kommt alles noch in dem Putzkasten-Video. So, dann habe ich mir ganz normale Apfelleckerlis gekauft. Ja, das ist so ein bisschen ein Experiment, weil Minza ist so krass wählerisch und die mag diese ganzen Leckerlis nicht. Und ich dachte mir, jetzt probiere ich es mal mit Apfel, weil sie liebt ja Äpfel. Und ja, ich probiere das jetzt mal mit Apfel, mal gucken, wie sie das so findet. Und dazu, weil ich das schon länger mal haben wollte und das jetzt für unseren Bauwagen, dazu kommt bald noch ein Video, ziemlich praktisch fand, damit da nicht die Mäuse oder Ameisen dran gehen, ist von Showmaster dieser, ja, diese Schüssel quasi, hier diesen Deckel und dann, oh, fail, kann man die hier im normalsten Sinne aufmachen und dann eben da die Leckerlis reintun. Geht bis 2 Kilo, glaube ich, das ist jetzt 1 Kilo, also kann ich da vielleicht noch ein, zwei Äpfel dazulegen. Kann man wieder verschließen und dann gut eben reintun in den Bauwagen, damit da nicht die Ameisen dran gehen. Das ist eigentlich ziemlich gut. So, dann habe ich mir noch, was habe ich noch gekauft? Genau, dann habe ich mir noch Gamaschen für die gute Maus gekauft. Auch von Showmaster. Hier, alles von Showmaster. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und Leute, ich wollte mal dazu sagen, ich werde nicht von Krämer oder sonst was oder von Showmaster oder sonst wem gesponsert oder kriegt da Geld für, dass ich euch das gezeigt habe. Ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht. Und viele Sachen habe ich halt auch einfach noch als Nach-Ostergeschenk von meinen Eltern oder Omas bekommen. Also jetzt nicht wundern, warum das so viel ist. Aber ja, ich werde nicht gesponsert. Das ist keine Werbung oder so. Und dann auch nochmal so zwei Schnallen. Und dann hat man die offen. Und da wollte ich sie jetzt eben gerne dran gewöhnen. Die sind jetzt in Pony, weil sie relativ schmale und dünne Beine hat. Dachte ich mir, dass das wahrscheinlich besser passt als jetzt Kopf, Vollblut oder sonst was. Also ja, genau. So, dann das. Und dann habe ich mir zu guter Letzt, oder das war alles, ja, noch einen Stirnriemen gekauft, weil sie ja jetzt eine Trense hat. Und wir wollen sie jetzt langsam an die Trense und an Gebiss und so gewöhnen. Und der alte Stirnriemen geht echt gar nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt die gekauft. Die hat so, ich kann euch auch gleich nochmal eine Nahaufnahme einblenden. Die ist so, ja, Rose, Gold, Glitzern, Weiß. Keine Ahnung. Ja, genau, auf jeden Fall war die runtergesetzt im Sale. Und ja, die passt einfach perfekt zu meiner einen Eskatron-Schabracke, zu der Powder Rose. Und deswegen habe ich die mir mitgenommen. Und ja, genau, ich wollte jetzt nichts zu Teures nehmen, weil für den Anfang jetzt erstmal. Genau. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit dem Haul. Ich hoffe natürlich, euch hat der ganze Vlog gefallen. Und wie gesagt, bald kommt noch das Bauwagen-Video, das Putzkasten-Video. Und ja, genau, also ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass ich jetzt so viele Pferdevideos mache, aber ich habe im Moment so viele Ideen und mir macht es einfach Spaß. Ja, genau, deswegen. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden. Ich muss gleich mal gucken, wie lange es geworden ist. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, tschüss!